Volksmusikstar Michael Hartl Unfall mit dem E-Bike. Volksmusikstar Michael Hartl ist mit seinem E-Bike gestürzt und hat sich dabei verletzt. Volksmusikstar Michael Hartl, 75, hat sich bei einem Unfall erhebliche Verletzungen zugezogen. Passiert ist es, als er und Ehefrau Marianne, 71, mit ihren E-Bikes von Fiebebrunn zu einem Bauernmarkt in St. Johann radelten. Die kleine asphaltierte Straße ging plötzlich sehr steil bergab. Michael hat stark gebremst, da stellte sich sein E-Bike auf, und er ist vornüber geflogen, erklärte die Musikerin der Bild-Zeitung. Ein Loblied auf den Helm. Der Sänger sei auf das Gesicht gefallen und habe sich eine Reihe weiterer Verletzungen wie Prellungen und Schürfwunden zugezogen. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Platzwunde am Kinn sei genäht worden. Ein CT vom Kopf brachte eine erleichternde Erkenntnis. Gottlob war alles in Ordnung. Er hat nicht einmal eine Gehirnerschütterung. Hätte er keinen Helm getragen, wäre der Unfall sicherlich anders ausgegangen, so Marianne. Auch er bestätigte dem Boulevardblatt. Ich hatte riesengroßes Glück. Der Helm hat mich gerettet. Michael Hartl hat weiter mit den Folgen zu kämpfen. Ganz ausgestanden ist die Angelegenheit allerdings noch nicht. Zu einem späteren Zeitpunkt steht eine weitere Untersuchung im Krankenhaus an. Ein Spezialist wird seinen Kiefer genau untersuchen. Er ist mit Wucht auch auf seine Zähne gefallen. Momentan darf er nicht beißen, nur Suppen und Brei essen, fasst die Musikerin und Moderatorin zusammen. Immerhin kann Michael Hartl schon wieder lachen, wie ein Beweisfoto auf dem Facebook-Account von Ehefrau Marianne zeigt. Darauf ist er mit Pflastern an Nase und Kinn und laut Bildunterschrift zusammen mit seinem Arzt Dr. Eike Böhme in einer Wirtschaft zu sehen. Michael Hartl kann sich offenbar auf seinen Schutzengel verlassen. Denn auch einen Schlaganfall im Mai 2022 hat er ohne bleibende Schäden überstanden.